Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's, euer Katsch de Kaliko Schansky. Ich bin eben jeden Tag im November live und dazu habe ich mir zu Hause jetzt auch ein richtig nices Studio eingerichtet. Dafür braucht man natürlich ein paar Teile, unter anderem einen schönen Greenscreen hier hinter mir und natürlich auch ein paar Lampen. Und Elgato hat mir bei der ganzen Sache ultimativ geholfen. Großes Dankeschön an dieser Stelle an Elgato, denn die haben mir tatsächlich schöne Lampen geschickt, hier ein Ringlicht, dann noch ein paar Keylights, was Side of Life. Ja, und einen richtig schönen ausklappbaren Greenscreen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann kann ich das Gerät auch einfach runterfahren. Dann kann ich ohne Greenscreen streamen. Aber ohne Licht ist schon mal ganz schwierig. Das Stream Deck, das sieht auch ziemlich nice aus. Habe ich hier sogar Custom Kalle Koschinski Design bekommen. Ey, ist richtig nice. Ja, und falls ihr Bock habt, schaut gerne mal bei Elgato vorbei. Falls ihr für euer Setup zu Hause noch was Nices braucht, die haben eigentlich alles, was so notwendig ist. Haben jetzt sogar letztens noch eine schöne externe Capture Card für meine PS5 geholt. Also unnormal Ehre, ne? Grüße gehen raus an Elgato und jetzt viel Spaß beim Video, ne? Ehre! La la la, la la la, la la la. Guck mal, Leute, wir sind Scheißding hier. Guck mal hier, das ist eine Kalle-Krawatte. KalleKuschinski.de. Das ist mein scheiß Lenkrad. Ah, machen wir es heute ohne. Aber dafür lesen wir ein bisschen. Ohne nachzudenken, versteckte sie ihr Gesicht in seine Hand und schloss die Augen. Erinnerungen überfluteten sie. Ihre in entfesselter Leidenschaft verschlungenen Körper. Das ungezügelte Verlangen, das sie beide befeuert hatte. Eine einzige Berührung von ihm weckte eine wundersame Bilderflut in ihr. Es ist Winter der Leidenschaft. Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zu einem neuen Bus-Simulator 2021 Video, was ihr euch ja alle gewünscht habt, ne? Es ist ein Fluch, der auf mir lebt, Digga. Mein Lenkrad noch nicht da. Also es ist da, aber ich kann es noch nicht benutzen. Deswegen beim nächsten Mal wieder, ne? für euch die kleine Aufgabe in den Kommentaren. Ja, endlich wieder Mountsy! Sondern auch mal vielleicht Simulatoren vorschlagen. Ich habe mir gestern im Stream, ich bin nämlich jetzt im November jeden Tag live auf Twitch, meine Freunde. habe ich mir Sachen rausgesucht. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, ne? Und schaut Felix bei Elgato vorbei. Ihr habt es ja vorhin mitbekommen. Wir starten eine neue Runde, denn wir haben uns die andere Map jetzt ja schon angeguckt. Aber ich würde auch gerne mal wieder back to the roots im Bus-Simulator 21, nicht wahr? Und zwar haben wir uns Angel Shores schon so ein bisschen angeschaut. Aber ich würde auch mal wieder back to Europe, to my hometown. Was ist hier mit meiner scheiß Krawatte los? Ich krieg gleich einen Cock in Ass. So ist es Leben. Die gibt's wirklich in meinem Shop, ne? KalleKuschinski.de. Blend's nochmal ein, Alex. KalleKuschinski.de. Kauf die Scheiße endlich, damit die weggeht. Mein Gott nochmal, ja. Yeah. So, der hat jetzt hier Auszeichnung. Drive Pursuit, The Authentic. Warum ist das eigentlich auf Englisch? Warum ist alles auf Deutsch in diesem Spiel? Nur das ist auf Englisch. Was haben die eigentlich geraucht schon wieder? Gut, dann gehen wir da rein. Name des Unternehmens ist ja wieder. So, wir haben expandiert. Wir haben eine Zweitstelle jetzt. Vergiss nicht, ab und zu eine Pause einzulegen. Steh auf und geh ein bisschen spazieren. Die Pause hat mir gut getan. Okay. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe so lange jetzt kein Bus-Simulator gespielt, locker 2-3 Monate oder so gefühlt. Dann würde ich mal sagen, haben wir denn überhaupt eine Route? Route 1. Einnahmen 3000, okay, ja, ich will die fahren. Wie fährt man in diesem Spiel? Ich weiß gar nichts mehr. Mein Gedächtnis ist einfach hier löscht. Komm, warte mal, hier ist ein Busladen. Hier ist doch eine Garage. Ich sehe das doch. Hier ist ein Bus. Ich will ihn haben. Jeden Bus, den du brauchst, Chef. Danke, Digga. Und ich habe alles vergessen. Sitz benutzen?
Die Herrin von Dornell mochte ihn nicht glauben. Doch seit seiner Ankunft hatte Duncan sein Wort gehalten. Er hatte zum Beispiel jeden Abend kleine Schätze mit... Oh, Christina! Er hatte zum Beispiel jeden Abend kleine Schätze mit Christina und ihren Leuten geteilt. Nachdem er sie am ersten Tag geküsst hatte... Oh, sweet! Incest, man kennt es! Nachdem er sie am ersten Tag geküsst hatte, bis jetzt seine angenehmste Entdeckung... ...hatte er ihr Stechpalmen-Girlanden... Girlanden, da steht ja wirklich Girlanden, aber Girlanden... ...zum Dekorieren der Halle mitgebracht. Einen Sack voller Fasane, Junge. Ein Sack voller Fasane? Junge, er bringt einfach so einen Sack Vögel mit, um dann zu vögeln? Oder... Junge, das ist einfach die perverseste Scheiße in meinem ganzen Leben. So, machen wir den Lachs hier zu. Wie ging das nochmal? Der Bus ist schon an. Der fährt schon. Ich muss ja nichts machen. Ohne Lenkrad ist das auch ein ganz anderes Feeling hier, sage ich euch. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich hier heute performen werde. Aber es ist halt nice. Es ist so Back to the Future mäßig. Lol, wo kommen die denn? Die sind gerade da runtergehüpft. Die waren da gerade alle drauf. Habt ihr es gesehen? Aber da hinten, da ist der Anmaler. Da wollen wir hin. Das heißt ja, passe deinen Bus an. Alter, das gibt ja richtig Knete. Alter, wir knallen einfach alles mit Werbung voll. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt hier mein eigenes Design nicht rankriege, dann mache ich den wenigstens hässlich. Oh, obwohl das sieht ziemlich nice aus. Wir nehmen das Design. Was nehmen wir da? Boah, schön roter Boden. So, jetzt fahre die Route bei Nacht. Ich will jetzt die Route fahren. Fahre ich die jetzt? Oh. Ich will die jetzt fahren. Lass mich die doch bitte fahren. Also, wie nehme ich jetzt die Route an? Erhalte den Zeittag. Fahre eine Route bei Nacht. Erstelle eine Route. Ah, so. Route. Route 1. Diese Route nicht bearbeiten oder löschen. Ich will eine neue machen. Will das Spiel mich verarschen oder was? Lass mich Bus fahren, Digga. Ich möchte nicht darüber reden. Ihr schreibt mir jetzt nichts dazu in die Comments. Please don't do it. So, anwenden. Wann wird es denn endlich dunkel? Es ist so, wie die Uhr sich da gerade dreht. Das heißt, wir haben jetzt Nacht. Route 1. Fahren. Jetzt bin ich von hier aus. Jetzt muss ich da erst noch hinkommen, oder was? Ach, du Schande, ey. La 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 la. La 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 la. Ich hab's nicht vermisst. Ich hab's gar nicht vermisst. Und das ist eure Schuld. Hier ist ein Bus-Simulator. Keine Bus-Simulator. Bus-Simulator. Bus. Nicht mal mein Cutter hat noch Bock, das zu schneiden hier. Frag mich, ob ein Sturz aus dieser Höhe reicht, um mich umzubringen. Nicht mal der. Fühlt ihr euch nicht schlecht? Wo muss ich lang, Digga? Rechts? Alter. Spinnt ihr, oder was? Und ich komme doch nie rechtzeitig an. Ach, diese scheiß Bodenwellen. Die sind mir hier damals schon auf den Keks gegangen, weiß ich noch. Na, 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 na. Ehre in den S. Wann ist denn jetzt hier endlich mal Abfahrt? Wann bin ich hier bei der ersten scheiß Dreckshalte? Ich muss aber sagen, der Bus hat was. Ne? Ladadi, ladada, diese Scheiße. Wo sind denn jetzt hier die Busleute? Ist das hier die erste Haltestelle oder wo? Ich glaube schon, ne? Ist das die erste? Ja, ich glaube schon. Seh zu. Wieso soll ich die Fahrerkabine verlassen? Hallo. Hallo. Junge, wie langsam denn bitte, Opa? Hi. Oh. Nächste Woche ist das Klassentreffen. Ich freue mich schon. Wieso ist jetzt diese Scheiße dunkel? Warum ist jetzt Rexbus so dunkel? Naja, müsst ihr wissen, ne? Hallo. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Also, ich hasse Menschen ganz, ganz abgrundtief. Und ich merke es immer wieder, wenn ich dieses Spiel spiele, wie sehr ich Menschen hasse. Ja, wahrscheinlich war das der Rollschuhfahrer, den ich damals im Wald ausgesetzt habe. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hi. Ja. Hi. Ja. Eine Fahrkarte, hi. Bitte. Aha. Möchte eine Fahrkarte kaufen? Was willst du denn? Aha, Senior-Ticket. Das sieht aber nicht aus wie ein Senior. 7? Will der 7 Fahrkarten? Zoom mal ran, Alex. Sind das 7? Hä? Das war eine 1, Digga? Wo war das denn eine 1? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, bitte halt doch die Fresse. Halt doch die Schnauze. Bitte halt deine Schnauze. Scheiß auf Mountsee. Hab einen Bauch hier und Ehre im Arsch. Warum wird hier nichts angezeigt? Die Fresse ist scheiße Arsch. Kalle Kuschinski, einfach. Look at the Kalle. Es ist einfach me. Ne? So. Halt die Schnauze, ich habe noch gar nichts gesagt. Ich will dich erstmal einsperren. Warum fragen Sie mich schon wieder? Weil ich dich eben noch nicht gefragt habe, du kleine Pissneck. Jetzt halt's schon Maul. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie hat gut, für jedes Katzenfoto gibt es jetzt eine schöne Passage aus Winter der Leidenschaft. Das hast du jetzt selber eingebrockt, du Arschgekick.
Geburt. Wir können nichts mehr für sie tun, Hans. Sie ist erfroren. Übelkeit krampfte ihm. Die Studenten nennen die Unikatze Schrödinger. Willst du mich verarschen? Dann gehen wir zu einer anderen Passage. Ich habe gestern gerade so meine Hausaufgaben fertig bekommen. Ich lese euch jetzt aus Winter der Leidenschaft vor. Ihr haltet jetzt bitte alle mal den Rand. Ich kann es gar nicht abwarten. Wie wär's, wenn du mal das Schnauzchen hältst? Historical exclusive. Meine Enkel haben mir erzählt, dass die Universität sehr tierfreundlich ist. Ich habe euch bereits gesagt. Das hat er gemeint. Ich habe euch bereits gesagt. Ei, aber nun möchte ich wissen, wer sie wirklich ist. Sie trägt die Kleidung eines adligen Kindes. Sie spricht wie ein adliges Kind. Und sie war offensichtlich... Es reicht langsam! Oft zum Planetarium gelaufen. Scheiß Kunstbanaus. Ich will hier einen literarischen Mehrwert bieten. Oder wie man das nennt, Digga. Und die labern nur rum. Nein, du hättest die Fresse. Ich lasse dich jetzt nicht aussteigen. Letzte Woche bin ich zum Mautnerhof gewandert. Die Aussicht war toll. Gut. Oh. Hallo. Hier ist sie. Ja. Wieder nicht abonniert, ne? Deswegen guckt doch keiner die Videos. Das ist klar. Sie investieren eine kleine Summe, wegen mir auch eine große. Und wenn Sie sie gut anlegen, wozu ich Ihnen raten würde, fährt Ihr Unternehmen Gewinne ein. Sie machen sicher schon Gewinn. Aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment aufgeht? Ich investiere, um zu investieren, ist eine Art Hobby. Schon mal daran gedacht, in Aktien zu investieren? Was ist mit dir? Warum redest du den ganzen Tag? Als ich das letzte Mal auf dem Berg war, habe ich einen riesigen Salatkopf gesehen. Ja, hör auf, Crack zu rauchen. Die dritte Haltestelle. Ich habe schon einen Nervenzusammenbruch. Hey, jetzt ist es mega hell. Hä? Warum fragen Sie mich nochmal? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier ist sie. Nochmal. Na, nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß. Es reicht langsam. Warum misstrauen Sie mir? Ich habe eine Fahrkarte. Hören Sie doch auf. Irgendwann reicht's. Was ist so toll an meiner Fahrkarte? Hä? Hallo, ich brauche technischen Support bei 1. Weitere Optionen 2. Ja, ist da jemand eingepennt? Ich raste aus. Wer pennt hier in meinem Scheißbus? Halsmaul! Meine Tochter hat erzählt, dass sie eine Folge von Winter der Leidenschaft in Sonnstein gedreht hat. Ich weiß doch genau welche. Hier, und zwar Mathilda wünscht... Ach komm, du weißt schon. Halt einfach die Fresse! In der geschlossenen Psychiatrie gibt's so viele Busfahrer wie noch nie. Denn die Leute sind verrückt und sie machen mich nicht glücklich. Ich hasse euch alle, verpiss dich aus dem Bus. In der geschlossenen Psychiatrie. In der geschlossenen Psychiatrie. Was für ein... Jetzt ist das hier wieder dunkel. Ich flipp komplett aus. Eben was, hey. Jetzt ist es dunkel. Es ist wieder dunkel. Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Du schießt ja seit 10 Minuten rum, weil ich einfach mich nicht von A nach B bewege. Was laberst du für ein Bullshit, Digga? So, letzte Haltestelle, wa? So, nochmal mit Vollspeed. Ich hab Vorfahrt. Oh, raus hier. Ich gratuliere. Du scheinst wirklich an deinen Aufgaben zu wachsen. Du Danke. Strahlst ja richtig. Danke. So wie die Männchen in dem Videospiel von meinem Neffen, wenn sie ableveln oder wie das heißt. Das war zu viel.